das Meer. Die Getränke. Die Zigarren. Sie kurz vor den Bermudas ihren Untergang herbeizuführen. Die beiden anderen waren warm geworden. Denn es saß da einer unter ihnen, der ihnen mit schlechtem Pokerspiel das Mark aussaugte. Während dieser halben Stunde wurde oben auf Deck kein Wort gesprochen. Johnny hatte gedacht, dass sie bei einer Mahlzeit zugänglicher würden. Sie aßen reichlich, aber es schien ihnen doch nicht zu schmecken. Trotzdem ging er schon bei der zweiten Runde aus dem Spiel und überließ ihnen den Einsatz. Er hatte entschieden etwas gelernt. Sie hatten noch etwas Zeit. Sie saßen dann wieder in der Koje. Aßen die halbleeren Dosen aus, schütteten die Getränkereste zusammen und fragten sich. Drei Männer und ein Spiel Pokerkarten auf der Fahrt von Havanna nach New York, ob Johnny Baker, der jetzt wohl hinter dem mit seinem roten Bordlicht entschwindenden Schiff herschwamm, so gut schwimmen könne, wie er beim Poker gewinnen konnte.